ist es für ein unglaublicher Wahnsinn, dass wir wieder besseres Wissen Stoffe produzieren, die uns allen langfristig schaden, sie in die Umwelt verstreuen und sagen, geht irgendwie leider nicht anders. Und das ist genau die Grundidee, nämlich, dass wir wieder Kreisläufe schließen müssen. Aus Müll wird Kompost, wird wertvoller Dünger. Und genau dieses Prinzip lässt sich auf die Wirtschaft übertragen. Was erwartet Sie heute alles? Einmal lernen Sie einen Parketthersteller kennen, nämlich Herrn Brammertz, der beschlossen hat, sein Unternehmen nach diesen Prinzipien umzustellen, nach dem Kreislauf, nach einem Kreislauf, der keine Gifte mehr produziert. Wie kommt ein Parketthersteller dazu, eigentlich ja die ganze Wirtschaft revolutionieren zu wollen? Wir dachten immer, wir machen schon das Richtige. Wir haben bei uns in der Produktion haben wir gedacht, wir setzen Weißleime ein, Schreinerleime in der Produktion. Die meisten unserer Wettbewerber sind auf zwei Komponenten Reaktivleimen und erhitzen die dann zur Reaktion. Wir haben gedacht, okay, das machen wir schon richtig gut, was uns auch entsprechende Zertifikate bestätigt haben. Aber dann bin ich mit Alvin Kähnlin zusammengekommen und war fasziniert von seiner Idee, im Kreislauf zu denken. Und ich habe dann gedacht, Mensch, das ist ja faszinierend weitergedacht. Nicht nur in Richtung völlige Schadstofffreiheit, was sehr gut harmoniert mit unserem Anspruch, wohngesunde Ergebnisse zu liefern, sondern eben auch im Kreislaufdenken letztendlich das Leben eines Baumes zu verlängern, indem ich werterhaltend immer wieder zur Wiege zurückgehe. Das Holz an sich ist entsprechend zertifiziert, ist entsprechend überprüft, seine Ressource kennen wir, aber, und jetzt kommt's, das Ding, das können wir nach 20 Jahren Gebrauch ausbauen, wir nehmen es zurück ins Werk, in einem geschlossenen Kreislauf, wir trennen die Schichten wieder voneinander, wir recyceln die Produkte und das Besondere ist, diese Produkte, die haben keine Schadstoffe drin, also ist auch das Recycle-Produkt einwandfrei. Wir überarbeiten es dann entsprechend ihrer geänderten Bedürfnisse. Also ich sag mal, das Ding war mal schwarz und jetzt haben sie ihren Lebensstil geändert, wollen es heute weiß und tief strukturiert. Diese Oberfläche machen wir ihnen und sie können den gleichen Boden wieder haben. Wir haben uns ganzheitlich mit dem Thema beschäftigt und nicht nur mit dem Produkt Parkett, sondern das, was ja zählt, ist letztendlich das fertige Bodenerlebnis, der fertige Boden. Und deswegen war es uns wichtig, erstmalig in alles reinzuschauen, nämlich wie wird der Boden letztendlich verlegt, wie wird er mit dem Unterboden verklebt, ja? Welche Materialien werden da verwendet. Wir sind dann tiefer eingestiegen und haben festgestellt, dass wir zum Beispiel bei unseren geliebten Leimverfahren 40 Komponenten austauschen mussten. Wenn dieses Produkt in Ihrem Haus eingebaut ist, dann leben Sie auf einem wohngesunden Parkett, was völlig schadstofffrei ist. Es geht um eine Welt, in der eigentlich kein Müll entsteht. Und das klingt natürlich in unserer Wegwerfgesellschaft ziemlich eigentlich unvorstellbar, weil wir ja ständig mit Wegwerfen konfrontiert sind. Das war eigentlich der Gedanke, den vor ein paar Jahrzehnten ein junger Chemiker hatte, der damals noch Aktivist bei Greenpeace war. Er hat die Chemieabteilung von Greenpeace geleitet, dann Cradle to Cradle gegründet, das Unternehmen EPEA. Michael Braungart, herzlich willkommen. Cradle to Cradle verbindet, heißt von der Wiege zu Wiege. Und es geht nicht um abfallfrei oder ein Produkt ohne Abfall. Das ist das Minimum. Es ist ein Produkt, wo alles Nährstoff wird, entweder für die Biosphäre oder die Technosphäre. Es entsteht deshalb kein Abfall, das ist nur die Folge. Denn wenn ich immer noch sage, kein Abfall, dann denke ich ja immer noch an Abfall. Wir müssen auch schauen, dass wir für die kommenden Generationen Rohstoffe zur Verfügung stellen, die einerseits noch da sind, aber auf der anderen Seite eben von der Qualität her auch, die qualitativ so gut ist, dass sie eben auch gutes Design machen können. Weil wir haben einfach auch ein Problem mit dem System von Recycling, weil Recycling ist Downcycling, wir verlieren Qualität. Und das ist eigentlich die Anforderung, die Cradle to Cradle hier stellt. Wenn ich mit dem alten Denken quasi weiterfahre, da werde ich nicht besser. Und wir fordern darum Innovation. Also wir müssen schauen, dass wir auch in Materialien, in der Chemie Innovationen schaffen, wo wir diese Kreisläufe generieren können.
Also Bauwerk ist ein Leuchtturm. Es gibt keine Firma, wo die gesamte Produktion in einem Werk Cradle-to-Cradle zertifiziert ist. Dieses Parkett ist für Innenräume gemacht dafür, weil wir versiegeln jetzt die Gebäude, wir machen Minergie, wir sparen Energie und dann muss die Luft im Gebäude sauber sein, sonst stinkt das alles aus. Und das ist tatsächlich eine echte Innovation. Es ist eine Fußbodenverpackung, die wirklich für biologische und technische Kreisläufe geeignet ist. Und das kann man nur feiern. Wenn jemand heute Bauwerkpaket kauft, also etwas Langlebiges, und dann nach 5 Jahren sagt, nö, gefällt mir nicht mehr, reiß ich raus, na super, geht eh, ich habe ja Cradle-to-Cradle-Paket, ist ja super, ist ja überhaupt nicht schädigend, ich kann verschwenden, wie ich möchte. Wofür wäre das ein Hinweis? Für eine Sache, die ich fürs Leben kaufe, dann nach Geschmacksänderung umzudisponieren, ist wahrscheinlich ein Hinweis auf Geltungskonsum. Also man hat es, man will es zeigen, dass man es hat und hat jetzt noch ein Zertifikat drauf. Das war auch teuer und alle anderen, die Nachbarn können sehen, nur man hat es sich leisten können, ökologisch und bewusst zu leben. Im Moment ist es ja noch so, dass es sich wirklich noch einfach nicht jeder leisten kann und ich habe so ein bisschen so einen Luxusvorwurf. Ich habe einen Lehrstuhl an der Business School. Ich bin eigentlich Chemiker, aber ich habe an der wichtigsten europäischen Business School, an der Rotterdam School of Management, Erasmus Universität, einen Lehrstuhl, jetzt seit 8 Jahren, weil ich genau beweise, dass das bei weitem auch für die Normalverdiener das gesündeste und bei weitem auch kostengünstigste ist, ein solches Parkett einzusetzen. Ist also nicht ein Luxusgegenstand, auch wenn es hier in gediegenem Ambiente dazu ist, es ist die kostengünstigste Art, Fußboden zu haben, davon, weil man eben tatsächlich das ewige Leben mit diesem Teppichboden oder mit diesem Fußbodenbelag Cradle to Cradle und diesem Parkett umsetzt. Wenn es ein Angebot ist für eine bestimmte Gruppe, als Lösung für alle Menschen, da könnte es dann potenziell politisch werden. Wir machen es jetzt zwar 25 Jahre, aber wir stehen immer erst noch am Anfang. Und das ist eigentlich die Problematik. Wie kriegen wir das Ganze voran? Kriegen wir das voran, weil wir einfach Kompromisse eingehen und einfach die einfachste und schnellste Lösung kreieren und auf den Markt bringen, wie das die meisten tun? Oder machen wir es halt eben anders, dass man konsequent daran arbeitet, über 5 Jahre bei Bauwerk, um wirklich die optimale Lösung zu schaffen und ein ganzes Werk dahin zu kriegen und nachher auch ein Beispiel zu schaffen, dass man auch ein Rücknahmesystem anbietet im Markt. Ja, leider ist es oftmals so, dass man immer noch als Randerscheinung in die Planungsprozesse mit eingebunden ist. Also es hat lange gedauert, auch diese Nachhaltigkeitsgedanken, also auch das Thema, wir zertifizieren Gebäude, erstmal in die Köpfe der Bauherrenschaft zu bringen. Also das hat eine lange Akzeptanzphase hinter sich. Jetzt kommt diese Phase, wo wir diesen Gedanken Cradle to Cradle wieder in die Baubranche tragen wollen. Und da ist es ähnlich festzustellen, dass es ist natürlich immer grundsätzlich eine Freude da, eine Bereitschaft da, sich diese Dinge neu anzugehen. Aber letzten Endes scheitert es dann häufig an der Umsetzung und an der Bereitschaft dann auch, ich sage mal, der Projektteams im Allgemeinen, sich mit diesem Thema zu öffnen und einfach da auch mitzumachen. Und da werben wir natürlich immer dafür, dass eben auch Planungspartner, Architekten, Ingenieure sich weit mehr diesem Thema stellen und einfach da mitmachen. Die Unternehmer wollen sie nicht vergiften und verpesten und umbringen. Ja, Unternehmer will profitabel wirtschaften und bestehen. Die Verhältnisse sind verzerrt, es ist nicht immer optimal und ich bin nicht glücklich mit dem allermeisten Angebot, das ich habe, aber ich sehe diese Trade-offs und ich muss sie empathisch nachvollziehen und mal sagen, ja, vielleicht sind auch für manche Menschen ist Gesundheit nicht der höchste Wert, sie zeigen das ja in ihrem Leben und ich muss sie diese Fehler auch machen lassen, weil ich ihnen diese Verantwortung abnehme, auch ungesunde Produkte, Entscheidungen und Ähnliches zu fällen, dann hätte ich die Befürchtung, dass sie niemals dieses Bewusstsein erreichen, das notwendig ist. Und wir haben jetzt durch die Weltuntergangsdiskussion, die ja gerade in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz so geführt wurde, das Know-how, diese Dinge anders zu machen.
Und das ist das, was wir machen. Wir setzen das jetzt um, nicht mehr Weltuntergang, sondern das Glas ist jetzt halb voll, nicht halb leer. Und wir können jetzt Dinge entwickeln, die viel besser sind. Und wenn ich das dem Kunden jetzt sage, bitte, jeder muss jetzt wissen, dass er keine Aluminiumfolie mehr verwenden soll, um seine Forelle zu braten. Jeder muss irgendwas wissen. Nein, der Unternehmer ist der, der unternimmt. Und der ist dafür da, gesunde Produkte zu machen. Lars Hinrichs, ich würde Sie vielleicht gerne noch mal dazu fragen, weil Sie ja so, man sagt Ihnen ja so nach als Gründer, Sie haben so ein Gespür für die neue Generation, die da kommt und die in der digitalen Welt lebt und eben diese digitale Anerkennung wichtiger findet, vielleicht als ein schnelles Auto. Haben Sie das Gefühl, da tut sich was oder wächst da so eine sich exhibitionierende Generation, die mit immer zu vernetzt ist, aber gar nicht mehr nachdenkt, wo eigentlich das Smartphone herkommt? Wie erleben Sie die Generation? Wenn ich darüber nachdenke, was wichtig ist, dann würde ich immer sagen, dass Gesundheit an erster Stelle steht und dass Marke eine ganz große Bedeutung hat. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, in eine Wohnung zu ziehen, wo ich weiß, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht gesund, und daneben eine gleiche Wohnung habe, die gesünder ist und die mehr Wert bringt, dann weiß ich, dass jeder hier im Raum die linke Wohnung nehmen würde und nicht die rechte. Und ich glaube, das ist dieses Denken, was junge Generationen viel, viel mehr haben. Die können aussuchen, was sie haben wollen. Wir haben eigentlich Ressourcen im Überfluss, wenn man ganz ehrlich ist. Aber auch die gehen genau hin und überlegen sich, wo setzen sie sich ein, wo sind sie mit dabei, was will man kaufen, was will man sich leihen. Wir haben so viele Gesetzgebungen, Bauordnungen, Verordnungen und sonstiges, die das Leben sehr schwer machen. Deswegen bauen wir ja diese dichten Gebäude. Und genug Fachwissen hat jeder, dass er eigentlich das jeden Tag nicht machen will, aber eigentlich gezwungen ist, Unfug zu tun. Und ja, die Frage ist, wie kann man dem irgendwie dann doch anders entgegengehen? Also ich sag mal, wenn ich einen Bauherrn finde, der bereit ist, dann ist das okay, aber im Prinzip bin ich gefangen in der Kette, dass ich eigentlich wirtschaftlich planen muss und komme an diesen Produkten, die es da gibt, gar nicht vorbei. Also eigentlich in jedem Projekt kommen wir irgendwann mit dem Gesetz in Konflikt. Als Beispiel industrielle Kompostierung. Bei Gesetz ist es verboten, dass man industriell hergestellte Produkte industriell kompostieren kann. Da arbeiten wir seit 25 Jahren. Um hier einen Weg zu finden. Sie können mit den Behörden Ausnahmeregelungen finden. Okay? Dann haben Sie die Bewilligung. Aber es ist extrem mühsam. Und wie Sie es eigentlich richtig gesagt haben, wir brauchen Partner, die eigentlich in diese Richtung arbeiten, konstruktiv arbeiten, verändern wollen und nicht eigentlich alles quasi verhindern. Und das ist echt das Zähe an diesen Projekten, weil das einfach nur verzögert. Und das ist die Problematik, in der wir drinstecken. Und Sie müssen immer wieder mehr Leute dazu nehmen. Sie haben gesehen, bei Bauwerk, das waren über 40 Lieferanten in dem Projekt. Also Sie müssen alle diese Leute, müssen Sie in die Projekte integrieren. Sie müssen sie motivieren. Dann kommt aber die Gesetzeslage noch dazu. Das heißt, Sie müssen noch zu den Behörden rennen, um die Bewilligung zu kriegen. Also das ist echt, echt mühsam. Aber die Energie ist immer noch da, wie Sie spüren. In Taiwan hat die Regierung Cradle to Cradle zum Masterplan gemacht. Und wenn Sie irgendwo mal sehen wollen, wie weit man ist, dann gucken Sie im Internet nach der Firma Good Baby. Good Baby, die machen mehr Kindersachen, als es Kinder auf der Welt gibt. Kinderwagen, Kindersitze etc. gesehen. Eine chinesische Firma, das steht schon drin. Wir haben vor 4 Jahren angefangen, mit denen zu arbeiten. Heute steht auf ihrer Homepage schon, Cradle to Cradle ist eine alte chinesische Philosophie. Das heißt, das setzt sich viel, viel schneller um und vielleicht wird es bei uns viele Bedenkenträger noch geben davon, dass man lernt sicher auch vom abschreckenden Beispiel davon. Ich bin eigentlich trotzdem, also was die weltweite Situation angeht, wenn Sie ein Cradle to Cradle Produkt machen wollen, machen Sie einen Sitz in Taiwan, da zahlt die Regierung die Zertifizierung sogar, sodass Sie also dort Ihr Produkt eben kostenlos zertifizieren lassen können. Es geht schon sehr, sehr schnell voran und insoweit bin ich auch optimistisch.